Liebe Oldenburger, liebe Oldenburgerinnen, ich darf Sie heute begrüßen zu einer neuen Folge unserer Ringvorlesung Philosophie, intellektuelle Stimmen in Ost und West. Wir haben heute kurz vor Ende einen großen germanistischen Gelehrten zum Thema, Albrecht Schöne, den viele vielleicht nicht kennen werden, weil er eben Professor, Gelehrter war, kein öffentlicher Intellektueller in diesem Sinne, aber ein Mann, der mit seinem Leben in Deutschland als Germanist, als Schreibender Geschichte geschrieben hat und zuletzt, er lebt heute noch mit 95 Jahren und zuletzt seine Erinnerungen niedergeschrieben hat in diesem Buch Erinnerungen. Und wir können heute nicht mit ihm sprechen, aber wir haben das Glück, im Studio zu haben, seinen Schüler und Verleger Thedel von Wallmoden, der ebenfalls in Göttingen lebt, dort im Wallstein Verlag seit fast 4 Jahrzehnten führt und Ende der 70er Jahre Albrecht Schöne dort kennengelernt hat, bevor der Verlag gegründet wurde. Herr von Wallmoden, wie kamen Sie damals mit Albrecht Schöne zusammen und wie als Schüler und wie kam es dann später zu dem Buch? Das wäre die erste Frage, die ich gerne mit Ihnen ins Gespräch bringen würde. Die Frage zu beantworten wäre jetzt ein weiter Bogen, der ungebührlicherweise meine Biografie in den Vordergrund stellen würde. Deswegen mache ich es lieber ganz kurz. Ich habe im Winter 1978/79 in Göttingen zu studieren begonnen und eine der großen und von Anfang an für mich eindrucksvollsten Lehrveranstaltungen waren die großen Epochenüberblicksvorlesungen von Albrecht Schöne. In dem Wintersemester 78/79 war es die deutsche Literatur im Zeitalter des Barock. Und wer Albrecht Schöne, so wie wir Studenten damals als akademischen Lehrer erlebt hat, konnte gar nicht anders als fasziniert sein. Albrecht Schöne füllte Montag für Montag den größten Hörsaal der Universität. Es war auch eine Veranstaltung, die das Stadtbürgertum anzog. Und nie wieder habe ich jemanden eine große Vorlesung so auf den Punkt, mit so genauen Setzungen der für ihn wichtigen Akzente und im Timing, würde man vielleicht heute sagen, so perfekt strukturiert gehört wie Albrecht Schöne. Für mich war von dem Punkt an klar, ich möchte sehr gerne in die Seminare dieses akademischen Lehrers gehen. Und so kam es dann auch später. Und daraus ergab sich ein Gesprächskontakt. Seit 1984 war ich Mitglied in seinem Doktorandenkolloquium. Als ich 1986 mit den Brüdern Steinhoff den Wallstein Verlag gründete, war er freundlicherweise bereit, unseren ersten Beirat mitzubilden. Wiewohl ich überhaupt mich auf eine sehr freundschaftliche und von seiner Seite überaus generöse Weise von ihm ins Gespräch oder zum Gespräch und zum Ratsuchen ermutigt fühlen durfte. Und das ist ein bisschen die Vorgeschichte des Buches. Kann man sagen, wenn Sie so sagen, dass er auch ein Stück Beirat war, weil im Buch wird es ja oftmals betont, von dem, was ich sehr eindrücklich finde, dass Bücher, gelehrte Bücher lesbar sein sollen, dass kein Fachjargon sozusagen den Zugang zum Buch, zum Gedanken verwehren soll. Und wenn ich es richtig verstehe, trifft das ja auch einen guten Teil der Produktion Ihres Verlages, dass Sie durchaus gelehrte Bücher, die aus Wissen sozusagen kommen, verlegen wollen, aber doch auch ein größeres Publikum ansprechen wollen. Nicht nur die Menschen, die den Fachjargon verstehen, sondern eben auch in diesem Sinne ein gelehrtes, gebildetes Publikum erreichen wollen. Ist das auch ein Stück, sagen Schöne mit als Inspiration verdankt? Oder? Also wenn Sie es so aussprechen, dann würde ich sagen, ja. Wahrscheinlich hat mich das tiefer geprägt, als mir selbst bewusst ist, dass die Germanistik nicht ein Nischenfach für die Happy Few einer gelehrten Community ist, sondern ein Fach, das aus dem Umgang mit den Texten unserer Literaturtradition in ein breites Publikum, in ein Lesepublikum hineinwirken will. Wer jemals die wissenschaftlichen Schriften von Albrecht Schöne gelesen hat, wird bestätigen, dass sie einem Stilideal von Klarheit und Deutlichkeit und Jargonfeindlichkeit alle unterliegen,
was ich für einen großen Vorzug ansehe. Seine wissenschaftlichen Bücher sind nicht in meinem Verlag erschienen, sondern im Verlag C.H. Beck. Mhm. Mit dem Verlag C.H. Beck hat er eine lange, lebenslange Arbeitsbeziehung. Und erst dieses Erinnerungsbuch ist aus der persönlichen Bekanntschaft, war eben das angenehm, das in einem Göttinger Verlag, in einem Verlag von jemandem aus seinem Umfeld gedruckt zu sehen. Davor hatten wir nur zwei kleine Texte, einen Vortrag über die Metapher von Biegen und Brechen in der Literatur und eine kleine Studie zu Celan veröffentlicht. Zu Paul Celan? Zu Paul Celan. Die verborgene Theologie, glaube ich, auch ein Stück. Ja, genau. Ich meine, es ist interessant, ich glaube, dass sagen, die Entscheidung, dieses Buch Erinnerungen in Ihrem Verlag zu bringen, also ein Stück auch ein Heimspiel in einem intimen Rahmen, bekannten Rahmen, durchaus auch diesen nicht ganz einfachen Charakter des Buches geschuldet ist. Man erfährt am Anfang von Schöne, dass es ursprünglich gedacht war als Schrift für die Enkel, als eine Art Familienchronik, die einführt, woher stammt ihr eigentlich? Und dass Sie irgendwann, wenn ich es richtig verstehe, im Lauf des Schreibens, als er einiges geschrieben hatte, als Bekannter, als Freund, vielleicht zu Rate gezogen worden sind, lesen Sie doch mal von Walmund, kann man das so schreiben? Und aus diesem Gespräch, das wäre so meine Frage, dann doch der Gedanke entstand, das Publikum größer werden zu lassen und doch vielleicht mit Ihrem Verlag irgendwo auch ein Gefühl von Vertrautheit zu behalten. Ja, so kann man es bestimmt sehen, aber der Urnukleus des Erzählens ist tatsächlich ein sehr privater, ein sehr familiärer. Der Vorspruch des Buches wendet sich explizit an die Enkel, nämlich die ihm familiär sehr nahen Menschen, die noch zu jung sind, um ein ganzes Jahrhundertleben des Großvaters sich so erzählen zu lassen. Und er beginnt mit Überlegungen über das Erinnern und über das Auswählen aus der Erinnerung, über den teils dokumentarischen und immer natürlich durch die Auswahl auch fiktionalen Charakter solcher Erinnerungen und adressiert dieses Buch ganz explizit an die Enkelgeneration. Diese Überlegung, dass man so erinnernd erzählen sollte, habe ich von ihm vor längerer Zeit, nämlich bei einem seiner runden Geburtstage, den der Verlag C.H. Beck für ihn ausrichtete, hielt er die Jubilars-Dankesrede schon adressiert an seine Enkel. Und da tauchte für mich zum ersten Mal gehört diese Denkfigur auf. Ich erzähle, indem ich eine Generation überspringe. In Konstellationen wie dem Doktorandenkolloquium und den vielen Ausflügen, die wir machten, wir haben als Kolloquium an unterschiedlichen Orten, die einerseits abgeschieden, andererseits akademisch für uns interessant waren, getagt. Und es gehörte eigentlich immer zu den Höhepunkten der Abende, wenn Albrecht Schöne in einer sehr bewussten und konzentrierten Weise erzählte. Aus Erinnerungen aus seinem Leben, aus wissenschaftlichen Kontexten, anekdotische Begebenheiten. Und er erzählte immer mit einem starken Bewusstsein für Formen des Erzählens, für Knappheit, für Pointen, mit großer Pointensicherheit, sodass es keine Überraschung für mich war, dass eines Tages ein solcher Erinnerungstext entstehen würde und gleichzeitig für mich vollkommen klar war, das möchten wir lesen. Das heißt, wenn man es richtig versteht, ist es zum einen das Publikum der Familie, das stärker auch auf die Geschichte der Familie, die Ahnen, das ist im ersten Teil ja sehr stark, protestantischer Verhältnis über Generationen hinweg bis zurück zu Lukas Gran nach Goethe, ist ganz verzweigt auch noch Teil sozusagen der Erzählung. Aber dann doch tatsächlich, wie Sie jetzt sagen, ein Erzählen, was im Doktorandenseminar stattfand, das, wenn ich es richtig verstehe, Gelehrtengeschichte, aber auch Zeitgeschichte ein Stück beinhaltete schon. War das auch damals schon der Fall, dass sozusagen mit dem, was er als sein gelehrtes Leben, die Anekdoten aus dem gelehrten Betrieb auch in die Zeit hineinragten, oder war das schon noch isoliert ein Stück? Das kam eigentlich alles vor. Ich würde den Adressatenkreis zunächst mal des privaten, familiären doch ein bisschen anders definieren wollen, als Ihre Frage es nahelegt. Natürlich kann man sagen, für die Kinder und Enkel möchte man die Geschichte der eigenen Familie auch erzählen, damit
dieses Wissen nicht verloren geht und sich weiter überliefert. Einerseits. Andererseits ist genau wie im Roman Der grüne Heinrich von Gottfried Keller, heißt der erste Abschnitt Lob des Herkommens. Nun wird hier gar nicht aus irgendeinem Ahnenstolz heraus erzählt, sondern es wird ein über mehrere Generationen, über viele Generationen sich ausformendes und ausformulierendes Milieu gesprochen. Die Prägekraft von Milieus, das wiederum ist eine der genuinen, schönischen, wissenschaftlichen Fragen dann später geworden. Exemplarisch, die eigene Geschichte wird exemplarisch für das, was ihm an sich am Herzen liegt. Milieu als Prägekraft. Ja, es wird, ich würde noch nicht mal sagen exemplarisch, sondern es ist signifikant. Warum stellt jemand mit diesem biografischen Hintergrund eine solche wissenschaftliche Frage? Und die berühmt gewordene Habilitationsschrift von Albrecht Schöne, Säkularisation als sprachbildende Kraft über die Dichtung deutscher Pfarrersöhne. Damit ist ganz viel gesagt. Auch wenn sein Vater selbst nicht Pastor war, so ist von beiden Elternteilen das protestantische Pfarrhaus der Milieukontext, der gegeben ist. Und dass in Familien, deren intellektueller Haushalt von Bibel und Gesangbuch geprägt ist, dass dort ein genuiner Bezug zur Dichtung entsteht, ist ja eigentlich gar nicht überraschend. Mhm. Aber diese Frage zu systematisieren, zu vertiefen, als historischen Prozess zu begreifen, das lag für diesen nicht direkt Pfarrersohn, aber doch Enkel und Urenkel von vielen Pfarrern, lag das nahe. Das heißt, man kann sagen, dass er in seiner Wissenschaft Dinge erforscht hat, beschrieben hat, die auf ihn selber auch zutreffen, die eine Relevanz für ihn als Person haben in seiner Biografie. Obwohl, und das ist, glaube ich, das Wichtige in der Wissenschaft, eine Perspektive, die nicht allein ich bin, sondern die über mich hinausgeht, entscheidend ist, aber trotzdem so, dass sie für die Person wichtig werden kann, die die Frage stellt. Ja, also das Buch macht das nicht explizit. Also das, implizit. Implizit ist es so, und ich habe dieses Buch, aber auch die wissenschaftlichen Bücher von Albrecht Schöne immer so gelesen, dass es für mich selbstverständlich war, dass jemand, der als Jugendlicher im Dritten Reich, der im Jungvolk und in der HJ diese Marschlieder gesungen, geschmettert, gegrölt hat, dass der sich nach dem Krieg fragte, was ist eigentlich politische Lyrik? Und ein breites Spektrum aufmacht, in dem sehr früh, und zwar früher, als es in der Bundesrepublik erwartbar oder Usus war, auch über Brecht handelte. Zu verstehen, was politische Lyrik ist, was sie kann, wie sie funktioniert, war, so lese ich das, für jemanden, der sich in diesem Sinne missbraucht und als junger Mensch auch zu etwas verführt sah, war ein Prozess der Klärung. Das wäre quasi nochmal ein zweites Element. Man sagt, das eine ist der Protestantismus als Familienprägung und das andere ist die größere Prägung durch das Land, in dem er groß geworden ist, 1925 geboren. Diese Jungvolkgeschichten, dieses Hineinwachsen und dann, wenn ich es richtig verstehe, genauso die Überlegung, was ist mit politischer Lyrik im Spiegel Brechts, doch sozusagen auch die Bedeutung solch politischen Denkens, Schreibens durch die Lieder etc., die er mitbekommen hat als junger Mensch in der Schule, in diesen Gruppen und so weiter, als Soldat im Feld. Was heißt das eigentlich? Ja, also Soldat im Zweiten Weltkrieg gewesen zu sein, spielte auch in den Erinnerungen, die wir aus einzelnen Geschichten schon kannten, spielte das eine große Rolle. Es macht ja einen Unterschied ums Ganze, ob man wie Albrecht Schöne Jahrgang 1925 ist oder ob man Ende der 20er oder Anfang der 30er Jahre erst geboren ist. Auch dann hat man noch eine bewusste Erinnerung an die prägende Zeit des NS, des Jungvolks, der vollständigen politischen, ideologischen Kontaminierung des gesamten Bildungssystems, des öffentlichen Lebens. Aber wenn man wie Albrecht Schöne Jahrgang 25 war, hat man den Krieg
als Soldat aktiv erlebt. Wenige Wochen nach dem Kriegsende im Mai 1945 ist Schöne im Juli 1945 20 Jahre alt. Also ein junger Erwachsener, der mit sich schon Leutnant ist. Der schon Leutnant ist der Panzertruppe und der natürlich gerade in den letzten Kriegsmonaten Dinge gesehen hat, die 20-Jährige heute zum Glück nicht gesehen haben. Das fiel mir auch stark auf. Vielleicht können wir, wenn wir nochmal zurückgehen, ich wächst auf einem protestantischen Haus. In Stendal dann geht er zum humanistischen Gymnasium, vor allem Latein und Griechisch, ja. Also sag ich, humanistische Bildung durch die Familie, musisch, religiös, der Hintergrund, das Jungvolk dann, aktive Teilnahme und ab 43, wenn ich mich recht entsinne, dann die aktive Teilnahme im Krieg in einer Panzerdivision, in der er doch relativ rasch sozusagen Karriere macht oder als jemand anerkannt wird, der tatsächlich seinen Mann steht, seine Rolle erfüllt, Verantwortung trägt, in vorderster Front steht, verletzt wird. Also es sind ungeheure Geschichten, wo es um Leben und Tod geht, der mehrmals auch verwundet wird, zurückkehrt. Also kein Etappendienst. Ja, also ich glaube, dass die jungen Wehrpflichtigen, die eben mit dem frühestmöglichen Alter eingezogen wurde, weil die Kriegsmaschinerie einen solchen Menschenhunger entwickelte, dass man sich da gar keine feinsinnigen Überlegungen erlauben durfte, ob seine militärische Laufbahn bis zum Leutnantsdienstgrad besonders schnell verlief, das ist mir im Vergleich gar nicht deutlich. Jedenfalls. Aber 20 Jahre schon im Moment sehr früh. Also ich glaube, aus der Not geboren, ich kann es nicht beurteilen. Dass der Krieg und die enormen Verluste eine Art Avancement nach sich zogen, dass man sich dem vielleicht auch gar nicht entziehen konnte. Dass er von großer Willensstärke, Zähigkeit und Durchsetzungskraft auch als junger Mensch war, das kann man sich lebhaft vorstellen. Dass er wie eine Figur in Grass' Novelle Hundejahre nach Orden und Ehrenzeichen in diesem Krieg, dass er darauf besonders erpicht gewesen sei, kann ich mir nicht vorstellen, denn das Familienmilieu deutet in eine andere Richtung. Der Vater hatte im Ersten Weltkrieg in einem Reiter, in einem Husarenregiment gedient, hatte in Flandern einen Arm verloren, war also schwer in jeder Hinsicht gezeichnet und schwer beschädigt aus diesem Ersten Weltkrieg hervorgegangen. Dass eine besondere militärische Leidenschaft und Begeisterung dahinter gestanden haben mag, So klingt das für mich gar nicht. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, die eine Szene, die mich sehr beeindruckend findet, als er im April, Mai 45 an der Elbe steht mit seinen letzten Mannen aus seiner Truppe, die er verantworten muss. Und wenn das denn so ist, wie er das schildert, die Amerikaner auf der anderen Seite stehen, bereit sind mit Schlauchbooten die allermeisten holen. Ihm fehlen noch zwei Leute, er wartet, bleibt über Nacht. Auf einmal kommen doch die Russen schon vom anderen Ufer. Er springt ins Wasser, er wird gerade noch von Amerikanern gerettet. Und was mich beeindruckt, dass er durchaus zeigt, der ehemalige Feind, man ist wie im Sport vereint. Also es ist vollkommen klar, die Amerikaner wollen ihn retten. Sie kleiden ihn neu. Es hat so etwas auch wie junge Männer sportlich agieren, was Agonales im Sinne. Also um es vielleicht für die Zuhörer zu erklären, weil es keine Brücken und keine Boote mehr gibt, bleibt den letzten am östlichen Ufer der Elbe Verbliebenen nur noch die Alternative, sich in den Fluss zu stürzen. Wie gesagt, letzte Apriltage. Also kein warmes Wasser und die Elbe, die dort ja nicht gerade schmal ist, zu durchschwimmen, was eine gewisse Herausforderung ist, vielleicht für übermüdete, total erschöpfte Soldaten. In Kleidung. In Uniformen, ja. Und das gelingt ihm knapp. Und am westlichen rettenden Ufer stehen amerikanische Soldaten, die ihn anfeuern und ihm zurufen, come on, come on. Die gesamte Kriegslage ist ja schon so, dass zwar noch
Amerikaner und Russen Verbündete waren, aber eigentlich auch schon klar war nach den Konferenzen von Teheran und Jalta, dass es um die Aufteilung Europas, das, was also später der Ostblock und der Westen und dazwischen der eiserne Vorhang werden würde, das war eigentlich schon klar. Und eine gewisse Sympathie der Amerikaner für Soldaten, die sich aus der Einflusssphäre der russisch besetzten Gebiete retten wollten, das konnte man verstehen. Gleichzeitig folgt dann ja auch die Zeit in einem Gefangenenlager der Amerikaner in den sogenannten Rheinwiesen und dann in Frankreich. Und diese Lager waren natürlich auch nicht angenehm. Sie waren kein Vergleich zu den sehr schwierigen Verhältnissen in den russischen Kriegsgefangenenlagern, in der Zwangsarbeit dann in Russland und all diese Dinge. Das schildert der Autor mit großer Nüchternheit und weiß natürlich und ist historisch bewandert genug, um zu wissen, dass die enormen Opfer an Menschenleben in den russischen Kriegsgefangenenlagern keineswegs dem gleichen Programm folgten wie die Russen in deutscher Kriegsgefangenschaft, die man gezielt durch Verhungern und Zwangsarbeit umbringen wollte. Das war nicht das Programm der Amerikaner, auch wenn massiv und auf brutalste Weise in diesen Lagern gehungert wurde. Das war nicht das Ziel und es geht eben gar nicht darum, diese Dinge gegeneinander zu gewichten, aber dass es für einen jungen Menschen auch in amerikanischer Kriegsgefangenschaft in diesen Monaten ums Überleben gehen konnte, das macht der Text sehr deutlich und er zeigt auch, dass so etwas wie Freundschaft ein großer Wert ist, denn in einem dieser Lager schließt er eine Freundschaft und dieser Freund hilft ihm verhilft ihm zu lebenswichtigen Nahrungsmitteln, sodass er, wenn auch schwer unterernährt, diese Lager überleben kann. Ja, man hat den Eindruck, es geht um eine basale Menschlichkeit, auch die in bestimmten Menschen auftaucht, die in den Situationen auch gefordert ist, um überleben zu können und mit einer ungeheuren Nüchternheit auch, wie man überleben kann. Unter welch dürftigen Verhältnissen es trotzdem gelingt, aber auch, weiß nicht, wie Sie es gesehen haben, auch mit der Möglichkeit, dass die Menschen auf der Strecke bleiben, dass Menschen versterben, dass sie es nicht schaffen. Er schildert ja auch die Truppen, die im Stalingrad waren, 110.000, die in Gefangenschaft kamen, 5.000 kamen zurück. Also all diese Zahlen werden von ihm nüchtern genannt und in dem Sinne auch, glaube ich, auch die Zufälligkeit des eigenen Überlebens. Dass das etwas ist, was vollkommen nicht selbstverständlich war, sondern sich vielfältigen Glücksmomenten auch verdankt, die man selber nicht in der Hand hat. Ja, und ohne dass er es im Erinnerungstext explizit macht, hatte ich beim Lesen des Textes stark das Empfinden, dass jemand, der als junger Mensch durch ein Land geht, das vollkommen vom Krieg verwüstet ist, dass in dem die Städte bombardiert sind, fürchterlichste Opfer an der Zivilbevölkerung, natürlich die riesige Zahl von toten und vermissten Soldaten, dass so jemand sich angesprochen fühlt von der Literatur nach dem bis dahin großen Krieg, nämlich der Literatur, die nach dem 30-jährigen Krieg geschrieben wurde, die Barockliteratur, ein Katastrophen-, Endzeit- und Zerstörungsbewusstsein, das diese Literatur transportiert. Eine Literatur, die auch die bis dahin stabil geglaubten Gewissheiten in der Religion in Frage stellt. Das kam mir immer sehr plausibel vor, dass Albrecht Schoene dann einer der einflussreichsten, folgenreichsten Erforscher der deutschen Literatur des Barock wurde. Das heißt, man könnte sagen, jemand, der die Nähe des Todes so erfahren hat und auch die Nähe der Gewalt und des Zufälligen, des Zerstörerischen, ist jemand, der an solch einer Literatur die richtige Frage stellt.
aus seinem Leben heraus, der sozusagen mit dem richtigen Kontext diese Texte in eine Tiefe entschlüsseln kann, wie es Menschen nicht können, die in saturierten Zeiten groß werden. Ja, und nur um ein Missverständnis zu vermeiden, so lese ich diesen Text. Das sagt der Autor an keiner Stelle explizit. Das kann man so verstehen. Das würde ihm auch, glaube ich, gar nicht liegen, dass er sagt, weil ich durch diese Erlebnisse gegangen bin, deswegen war mir ein tieferes Verständnis dieser Literaturepoche möglich. Das würde er so sicher nicht unterschreiben. Für mich hatte das eine, als Leser eine Plausibilität, so wie die frühe Zuwendung zur politischen, politischen Lyrik, dann eben auch die Zuwendung zur Barockliteratur. Das heißt, wenn man es positiv nimmt, Albrecht Schöne verlangt eine Leserschaft, die in dem Sinn die einzelnen Aspekte seines Erzählens wahrnimmt und in einer eigenen Weise auch verknüpft zu möglichen Deutungen und Zusammenhängen, die er selber nie ausdrücklich zusammenführen würde. Aber die sozusagen von den Textsegmenten her, zum einen die Erfahrungen, die er macht, zum einen die Interessen, die ihn wissenschaftlich bewegen, wo man merkt, wie Sie es auch erläutern, da sind Zusammenhänge da, die er nicht explizit macht, die man aber sehen kann. Ja, wobei ich auch gleichzeitig sagen würde, wer das nicht so sieht oder vielleicht auch meiner Lesart gar nicht zustimmt, hat trotzdem sehr viel von dem Buch, weil es eben eine Jahrhundertbiografie ist. Jemand, der 1925 geboren ist und diese großen Veränderungen des Jahrhunderts, den Krieg, die Nachkriegszeit Westdeutschland, das Ende der deutschen Teilung, all das erlebt hat, die großen gesellschaftlichen Umbrüche in Westdeutschland, also unter dem Stichwort 68, als schon bekannter und öffentlich sichtbarer Gelehrter an einer deutschen Universität erlebt hat. Da ist so viel von Zeitgeschichte enthalten, dass man diesen persönlichen Bezug, warum der sich hier erinnernde Erzähler zu diesem und jenem Gegenstand der Literaturwissenschaft sich hingewandt hat, ist, glaube ich, nicht entscheidend. Vielleicht kann man sagen, es fällt im Buch ja auf, es gibt eine Passage, glaube ich, wo er vom Konjunktiv spricht, ja, als einer wichtigen Form in der Sprache. Ja. Oder auch, glaube ich, die Antrittsvorlesung war über Robert Musil, ja, mit der Möglichkeitsform. Das heißt, er selber spielt mit Möglichkeiten, und Literatur ist ja die Möglichkeitsform, die in dem Sinne was anbietet, aber nicht eindeutig macht und damit auch in einer gewissen Reserve bleibt, die in dem Sinne nicht ausgesprochen ist, die angesprochen ist, die aber demjenigen, der sie ausdrückt, den Raum des Rückzugs belässt, ohne zu kenntlich zu werden. Das heißt, Erinnerungen sind auch eine Möglichkeit, sich anzudeuten, ohne sich sozusagen preiszugeben. Der Aufsatz, auf den Sie anspielen, über Musils Konjunktive, wird heute noch, glaube ich, als ein Standardtext zum Verständnis des Werks von Robert Musil gelesen. Ich nehme wahr, dass es auch heute jungen Studierenden noch vorgeschlagen wird, sich diesen Text, wo an der grammatischen Form die Kunst der Literaturdeutung und das Handwerk der Philologie vorgeführt wird und gleichzeitig eine so grundsätzliche Erkenntnisse zum Wesen der Sprache, aber auch zum Werk von Robert Musil vermittelt werden, dass das ein Text ist, der weit über unsere Zeit hinaus seine wissenschaftliche Gültigkeit behält. Wenn wir mal jetzt zu seinem weiteren Lebensgang gehen, er kehrt zurück aus der Gefangenschaft, die sehr hart ist, kehrt zurück in, nicht nach Stendal, wo er groß geworden ist, sondern in das westfälische Land, dort in einer Familie des Bruders seines Vaters. Auch beeindruckende Geschichte einer sehr prosaischen Existenz im Anfang als Holzfäller, bevor er dann tatsächlich 47 ein Studium beginnen kann. Und was mich an dieser Stelle beeindruckt, ist zum einen die Bedeutung der Familie nochmal, die Wiederbegegnung, aber dann zugleich auch der relativ schnelle Schicksalsschlag, dass die Mutter verstirbt in noch relativ jungen Jahren. Ja. Also Sie spielen an auf eine Szene, dass der Kriegsheimkehrer, der Soldat, der weiß, wo sich seine Familie
aufhält. Also man hat trotz der Trennung gibt es Kontakte, die zumindest das Wissen vermitteln, dass die Familie im engeren Sinne überlebt hat und wo man sich im Westen wieder treffen kann. Und dahin reist er eben auf in der für die damalige Zeit typischen abenteuerlichen Form. Und es kommt zu einer unglaublich bewegenden Begegnung in einem Zug, nachts, also schon in der Dunkelheit. Und er erkennt schemenhaft seinen Vater. Und sie stehen praktisch nebeneinander, oder der eine sitzt, der andere steht. Und sie umarmen sich fast wortlos und es fällt nur das Wort Vater. Und es folgt dann ein ebenso wortloser Fußmarsch vom Bahnhof zu dem Haus, wo die Familie sich aufhält. Und man hat das Gefühl, dass die starke Emotion ist die, einander wiedergefunden zu haben und überlebt zu haben. Und alles andere zählt vergleichsweise wenig. Die emotionale Tiefe dieser Szene spricht für mich noch oder deutet auf eine andere Linie, die für mich in diesem Buch bewegend und eindrucksvoll ist, nämlich, dass ein Mensch der älteren Generation, also unserer Elterngeneration, so detailliert Auskunft gibt über den emotionalen Haushalt in einer Familie, die starke emotionale Beziehung zueinander und das tiefe, ihn prägende Bewusstsein. Er ist das erste Kind seiner Eltern und ein von den Eltern gewünschtes, herbeigesehntes, geliebtes Kind zu sein. Nicht nur, dass das vielleicht nicht jeder Mensch von sich sagen kann, und vielleicht können es viele von sich sagen, aber dass in einer Familie das so explizit gemacht wird, dass das offenbar in den Gesprächen zum Ausdruck kommt, sodass es für das Kind, den Jugendlichen, den Heranwachsenden und dann hier für den Kriegsüberlebenden eine unverrückbare Gewissheit ist, diese Aufgehobenheit, die Zugehörigkeit, im Raum der Zugehörigkeit zur Familie. Und aus dieser Zugehörigkeit sagen, ist noch mal mehr dramatisch erscheint, dass die Mutter so rasch stirbt, die ja erst später Stendhal nachkommen kann und dann relativ kurz später aufgrund eines gutartigen, aber doch irgendwie nicht kurablen Hirntumors nicht mehr behandelt werden kann und an ihrer Erkrankung mit Ende 40 verstirbt. Der Vater 5 Jahre später aufgrund einer Herzsache, also eigentlich die äußeren Ereignisse waren viel schlimmer und sie sterben beide relativ früh an zufälligen körperlichen Erkrankungen. Ja. Also diese Lebensgeschichte ist nicht nur geprägt von Escape-Stories oder Dingen, die glücklich enden, sondern die großen Verluste eines Lebens schlagen ihre Wunden und ihre Narben. Und Narben heißt auch ein Kapitel, das man, wie vielleicht der lateinische Aphoristiker sagt, omnia vulnerant, also alle Stunden verletzen, nur die letzte tötet. Anschließend, das ist, glaube ich, eindrücklich, dass Albrecht Schön, wir hatten es ja angedeutet, geht 47 ins Studium, durch verrückte Wege kurzzeitig nach Freiburg, dann nach Basel für ein halbes Semester, zurück nach Münster, später auch Göttingen. Das ist die äußere Geschichte. Und wenn ich das richtig lese, ist er ja sofort dran zu sagen, wie breit er sich bildet, was er eigentlich für Vorlesungen besucht in Theologie, Philosophie, Psychiatrie, Literaturgeschichte. Also die ganze Bandbreite der Geisteswissenschaften, aber auch zum Teil Naturwissenschaften, gerade die Medizin, werden ihm wichtig. Psychiatrie werden ihm wichtig, sozusagen, man kann sagen, ein umfassendes Studium der Menschenkunde. Also der Mensch in all seinen Facetten wird von ihm studiert, an allen Orten, und die Namen, die vor allem in Basel auch Karl Jaspers, Karl Barth, sind solche,
Walter Muschk, der große Literaturhistoriker, sind alles die Namen, die sozusagen in ihren Fächern von Rang sind, die große Dimension auftun und die auch mit ihrer Gelehrtheit zugleich immer nach Bedeutung fragen des Lebens. Ja, also es ist interessant, dass Sie das so auf den Autor selbst beziehen, dass er sich in ein Studium Generale so hineinwirft und sich... Er beschreibt es so für mich. Er beschreibt es so. Ich glaube, dass für die jungen Menschen, die dem Krieg entkommen waren und die der Zeit der Indoktrination, die das überstanden hatten, dass unter denen ein solcher Bildungshunger und ein Hunger, Dinge nachzuholen, Anregungen durch sich hindurchgehen zu lassen, die ihnen vorenthalten waren, dass das einerseits ein generationstypisches Phänomen war und dass die Universität, die sich nach den grauenvollen Dingen, zu denen die Universität selbst sich hatte hinreißen lassen, die damaligen Universitäten einen idealen Rahmen boten, dass man im Prozess der Selbstfindung der Universitäten eine Art Studium Generale nach der Nazi-Herrschaft auch sich selbst zum Programm gab, scheint mir sehr wahrscheinlich. Und das heißt, hier nach traf der ideologischen Vereindeutigung und Verengung eine Aufweitung in den großen Kanon der Fächer. Und das traf hier natürlich auf einen ausgehungerten, wissbegierigen jungen Menschen, der eigentlich ja auch noch gar nicht ganz zielgerichtet wusste. Also er studiert das ja nicht, wie wir dem Text entnehmen, mit dem Ziel, ein Hochschulgermanist, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen. Das ist einfach, er fühlt sich zu diesen Dingen aus Interesse hingezogen. Theologische Fragen sind familiär irgendwie gegeben und gleichzeitig merkt man, aha, da ist auch der Aspekt der Säkularisation, ein wirkliches Theologiestudium etwa mit dem Ziel des Pfarramts. Bei keinem Satz hatte ich den Eindruck, dass er das mal in Betracht gezogen hat. Es ist die Literatur, die Philologie, historische Fragestellungen sind es, die ihn interessieren. Das heißt auch eine starke Skepsis. Jakob Burckhardt, Werner Kegge werden ja erwähnt, Basel, Nietzsche wird erwähnt. Ja. Das heißt, skeptische Figuren, die in dem Sinne nicht in einem gewissen Glauben sich irgendwo einordnen wollen und können. Mhm. Und zugleich auch mit der Doktorarbeit sagen Figuren, die am Rande des Wahnsinns stehen. Mhm. Büchner, Lenz, andere Literaturfiguren, wo man sagen kann, die Gefahr der Wirklichkeitsauflösung, die Menschen erleben müssen in psychischer Gefährdung, scheint ihn ja auch interessiert zu haben von seinen eigenen Erfahrungen her, diesen Grenzerfahrungen des Krieges, der Traumatisierung der Menschen, die mit offenen Bäuchen und abgerissenen Armen sozusagen in den Sanitätseinheiten ihm begegnen. Das sind ja alles Erfahrungen, die man einfach nicht wegstecken kann. Und in diesem Zusammenhang liest er Kafka und ist, was man sich doch sehr gut vorstellen kann, ins Mark getroffen von Kafkas Prosa. Also das Surreale als Realität, die uns umgibt. Ja. Und interessanterweise, es ist ja in dem späteren Weg, also er hat diese Anfänge, diese Weitung, die psychiatrische Literatur sozusagen in der Doktorarbeit, die Säkularisierung als Thema in der Habil-Arbeit und dann vor allen Dingen auch Goethe, der für ihn immer stärker, es wäre eine Fragestellung, die mich jetzt auch interessiert, weil er nicht vielleicht zufällig, er schreibt davon, die große Goethe-Ausgabe des Surkamp-Verlages, das Flaggschiff der Klassiker-Ausgaben, soll er erst ganz übernehmen, aber er konzentriert sich ganz auf Faust. Sie haben es ja angedeutet, Faust sozusagen, der auch das Faustische, das Alleswissen, das Umfassende und doch zu sehen, es gelingt nicht. Ist ja auch eine tragische Figur. Wie würden Sie das in seinem Gang, Lebensgang, ist doch kein Zufall, dass er... Also als Goethe-Forscher sehe ich Albrecht Schöne weiter. Und zwar Goethes Werk ganz auf die Philologie zurückzubinden, zunächst mal, um überhaupt ein Fundament zu schaffen.
So ist einerseits das Großprojekt der kommentierten Faust-Ausgabe im Klassikerverlag, die Sie nennen, für mich jedenfalls zu kontextualisieren. Und das andere ist, dass er sehr früh das philologische Handwerk, die Deutung im Sinne einer sehr intensiven, sehr genauen, nahen Lektüre an einzelnen Goethe-Briefen begonnen hat. Diese Arbeiten, ich habe es jetzt chronologisch nicht genau im Kopf, aber ich denke, die konzentrierte Arbeit an der Faust-Ausgabe beginnt sogar später, als Albrecht Schöne einzelne Studien, Vorträge, Aufsätze zu Goethe-Briefen erarbeitet hat und in seinem Kopf sich konfiguriert haben mag, die Idee, ein großes Buch über den Briefschreiber Goethe zu schreiben, was sein letztes großes wissenschaftliches Werk war. Das heißt, durchaus sozusagen die Selbstverortung auch in der persönlichen Mitteilung? Die Selbstverortung in der persönlichen Mitteilung, also Autoren mit großen und großartigen Briefwerken haben ihn überhaupt interessiert. Er hat zusammen mit Ulrich Jost die Lichtenberg-Briefausgabe gemacht. Lichtenberg natürlich auch ein Meister der Konjunktive, auch darüber gibt es ein Buch. Wobei ihn an Lichtenberg das Grundsätzliche der Spätaufklärung interessiert hat. Es gibt einen sehr schönen Aufsatz, der heißt Unser Lehrer Lichtenberg. Und da wird an ein paar Denkfiguren exemplifiziert, warum das Denken der Spätaufklärung, warum das Denken Lichtenbergs für uns Heutigen so ganz und gar unverbraucht ist und auf eine Weise frisch und inspirierend zu uns spricht, dass wir daran Maß nehmen können. Also das ist nicht nur die Mitteilungsebene, sondern das ist die Bedeutungsebene dieser Literatur. Und dass ein an Lichtenberg geschultes Denken einmal den Möglichkeitssinn bis hin zu ökologischen Fragen ihn interessiert hat, hat immer wieder fasziniert, einen Lichtenberg-Aphorismus zitiert, in dem Lichtenberg die Möglichkeit entwirft, dass die Wissenschaft ein Ferment, sagt Lichtenberg, entwickeln könnte, das es ermöglicht, die Luft, die Atemluft zu zersetzen. Und dann macht Lichtenberg den Satz, das wäre freilich das Ende der Welt. Also eine Katastrophenvision, eine Umweltkatastrophe wird als naturwissenschaftlich gegebene Möglichkeit von Lichtenberg antizipiert. Und das hat ihn auch, das hat er vor 30 Jahren ungefähr, meine ich mich zu erinnern, hat er diesen Aphorismus hervorgehoben und gesagt, stellt euch das mal vor, was Lichtenberg hier im Sinne der Möglichkeit schon sieht. Das heißt auch Form der Selbstzerstörung, die in dem die Möglichkeit liegen, der die Selbstzerstörung Menschen im schöpferischen, wissenschaftlichen tut, ist ja bei Goethe auch vorgebildet. Ja. Also es ist ja ein goetheanisches Thema fast. Die Möglichkeit sozusagen, sich so zu verausgaben, dass man sich selbst destruiert am Ende und jedes Maß verliert. Ja. Das ist ja sicher auch eines der großen Themen der Faustdichtung. Wiewohl ich, aber das mag auch meine subjektive Lesart sein, Albrecht Schöne nicht als einen Deuter der Faustdichtung erlebt habe, der in irgendeiner einfach darzustellenden Summe zusammenfassen würde oder jemals den Anlauf dazu genommen hätte, zusammenzufassen, das bedeutet das und das und damit habt ihr eigentlich den Sinn der ganzen Sache erfasst. Darum ging es ihm nicht, riesige und wahrscheinlich unsere Zeit lange überdauernde Kommentar zu Goethes Faust hat alle früheren Kommentararbeiten und Kommentierungsarbeiten der Goethe-Philologie des vergangenen und des vorvergangenen Jahrhunderts zusammengefasst und Deutungsvorschlag gegen Deutungsvorschlag abgewogen, historische Realien, die der Horizontdifferenz der Goethe-Zeit und unserer Zeit geschuldet sind, im Faktischen zu erklären versucht.
Das ist ein Kommentar, der sich ganz in den Dienst der Leser stellt, die verstehen wollen. Aber es heißt ja auch, glaube ich, wenn Sie so sagen, der Kommentar bietet Möglichkeiten, selbst zu lesen, das Material. Er deutet nicht aus, wie Sie sagen. Und er ist ja auch etwas, was ins Gespräch gebracht werden kann, ins Einzelgespräch, in kleinere Kreise, was aber in jedem Fall ein Forum braucht, was nicht sofort öffentlich aussagt. Mhm. Und das, glaube ich, ist ja bei ihm anscheinend auch sehr wichtig. Der Band zu Goethes Briefen zeigt ja auch, es geht um einzelne Gesprächspartner, mit denen ich über etwas im Gespräch bin. Ein Kapitel des Buches heißt auch das Doktorandenkolleg. Mhm. Mehrere Kapitel gehen über akademische Freundschaften. Das heißt also, dieses Forum des kleinen Kreises, des Salons, könnte man sagen, bürgerlich, oder des akademischen Doktorandenkollegs, des Treffens am Rand von Tagungen, der Einladungen. Das heißt, Gesprächsräume, die einen relativ intimen, abgegrenzten Rahmen haben, als Orte der Verselbstständigung oder auch des gemeinsamen Austausches, sind enorm wichtig und unterscheiden sich von Großwahrheiten, möchte ich mal sagen, wie Sie es angedeutet haben, die nicht gegeben werden. Ja, also das Doktorandenkolloquium, da bin ich wahrscheinlich der ungeeignetste Gesprächspartner, darüber objektiv zu urteilen. Für mich waren das die anregendsten Momente, die anregendsten Konstellationen meiner akademischen Ausbildung, in diesen Kreis eingeladen zu sein, seit 1984 bis zum Ende des Kolloquiums mit Albrecht Schönes Emeritierung. Und der Kreis des Doktorandenkolloquiums folgte einerseits der Gesprächsregel, dass man leicht oder doch schonend in der Form miteinander umgehen sollte, aber in der wissenschaftlichen Kritik auch es nicht an Deutlichkeit fehlen lassen sollte. Suaviter in modo, fortita in re. Mhm. So war die Devise, und es war eigentlich ein großes, teilweise sich enorm in die Breite ziselierendes Bildungsgespräch, an dem wir teilnehmen durften. Es wurde vielleicht in dieser Runde gar nicht so sehr das Handwerkliche betrachtet, so müsst ihr das jetzt anlegen, um eure Doktorarbeiten in möglichst kurzer Zeit effizient zu einem Ende zu führen. Aber der Anregungsraum, der aus diesem Gesprächskreis entstand, davon habe ich das Gefühl, noch heute zu zitieren, und Dinge, auch gar nicht nur Dinge, die Albrecht Schöne zu uns sagte in diesen Konstellationen, sondern was die anderen aus diesem Kreis, etwa Jürgen Stenzel, von dem im nächsten Jahr ein kleines Buch über das Problem der literarischen Wertung erscheinen wird, was so jemand beitrug, und andere, Ulrich Jost als der große Kenner Lichtenbergs. Das war für mich sehr anregend, zielführend für das, was ich später gemacht habe. Und da würde ich sagen, das war Albrecht Schönes Kunst, dass einerseits die Gespräche sich auf ihn bezogen, aber keineswegs nur von ihm abhängig waren. Und vielleicht kann man ja auch sagen, was Ihr eigenes Programm im Verlag später angeht, ist vielleicht auch nicht zufällig, dass Sie viele Briefausgaben machen, dass Sie gelehrte Arbeiten, die gründlich fundiert sind, aber nicht in Gelehrsamkeit aufgehen, als einen Teil Ihres Programmes ansehen. Also da scheint man doch einiges zu sehen, was Albrecht Schöne sich als Leser vorstellt, oder die Schule, eine offene Philologie, die nach Bedeutung fragt, aber sie nicht abschließen will, die private Form, die subjektive Form des Briefes schätzt. Und da hätte ich eins, gerade weil Sie auch zuletzt ein Buch machten, wir darüber sprachen auch in der Ringvorlesung, die Medienintellektuellen, Axel Schild, mein Kollege und Freund Stefan Müller-Dohm war hier im Gespräch zu dem Buch, dass Sie selber ja auch Göttingen auch unter Albrecht Schöne in den 68er Jahren im Thema des Buches auch im Gespräch hatten, darüber nachdachten mit ihm, mit anderen. Das ist ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, die Kultur von 68 widerspricht dem Goetheaner, dem Menschen des privaten Gespräches, des persönlichen Gespräches, das nicht primär politisch ist, keine großen Konzepte will, doch irgendwo. Also habe ich den Eindruck, wenn ich unser Gespräch verfolge, kann es gar nicht gut gehen mit Albrecht Schöne und 1968 jemand, der so auf die Andeutung im privaten Raum setzt
so gezwungen werden soll, im politischen Raum sich eindeutig zu bestimmten Dingen zu bekennen. Da muss doch irgendwo auch spannend, weiß nicht, wie Sie das sehen würden. Ja, es ist interessant, dass Sie das so konfigurieren aus der wissenschaftlichen Hinwendung zur persönlichen Mitteilung in der Briefliteratur, Lichtenbergs Briefe, Goethes Briefe, dass Sie daraus eine nicht öffentliche Rolle des akademischen Lehrers, des Hochschulprofessors ziehen. Das habe ich nie so erlebt. Die extrem ausgearbeitete und dabei gar nicht vorgefertigt wirkende große Vorlesung, die große akademische Vorlesung, die große freie Rede, ist ja eine akademische Kunst, die öffentlich wirken will. Mhm. Und ich habe es vorhin kurz erwähnt, in einer Zeit über politische Lyrik und über Brecht zu reden, als es an westdeutschen Universitäten noch nicht en vogue war, hat auch etwas von einem politischen Approach. Mhm. Das Kapitel über 68 in Göttingen hat mit etwas anderem zu tun. Es hat mit der Insinuation zu tun, die Albrecht Schöne wohl als tiefe Kränkung erlebt haben muss, als Vertreter einer reaktionären, politisch dumpf reaktionären Professorenschaft vorverurteilt zu sein, als deren Vertreter er sich überhaupt nicht verstand. Und die Zurückweisung, wir wollen von überhaupt keinem Professor uns in Vorlesungen schon gar nicht unterrichten lassen, weil unter all diesen Talaren der Muff von 1000 Jahren wabert. Darin fühlte er sich, was ich gut nachvollziehen kann, vollkommen ungerecht beurteilt. Und dieser Schmerz hallt nach. Und das Kapitel über 68 in Göttingen ist Ausdruck dieses Schmerzes, der Schmerz eines Missverständnisses und einer Zurückweisung ist, wie mir scheint. Und doch auch ein Rückzug aus dieser Öffentlichkeit, dass er für 8 bis 10 Jahre keine Vorlesung mehr hielt. Heißt ja auch eine gewisse Trotzreaktion, dass man sagt, wenn ihr mich so drangsaliert, Freunde, muss es nicht sein. Mhm. Also die Vorlesung ist ja eine Öffnung. Wie Sie sagen, vollkommen, glaube ich, die Vorlesung ist ja ein Entwurf meiner Sicht der Dinge, der ein Entwurf bleibt, eine Möglichkeit. Aber immerhin, ich teile mich mit einer großen Öffentlichkeit. Und wenn diese Mitteilung schon per se denunziert wird, ist der vornehme Mensch, so würde ich ihn sehen, jemand sagt, es muss nicht sein. Ich ziehe mich also zurück. Also jedenfalls dafür fehlte ihm jedes Verständnis. Und ein Schlüsselerlebnis, so wird es auch hier im Buch geschildert, ist der Berliner Germanistentag, der unter dem Slogan torpediert wurde, färbt die blaue Blume rot, schlagt die Germanisten tot. Hatten wir letztens mit Klaus Modig hier im Gespräch. Dass jemand, der im Übrigen zusammen mit einem Emigranten eigentlich auf einem Podium hatte sitzen sollen in Berlin, dass das eine enorme Provokation, eine Enttäuschung war, liegt, glaube ich, auf der Hand. Waren andere Dinge vorgefallen, Hörsaalbesetzung, die Dinge, die damals eben so passierten an Universitäten, dass es Gerangel um Mikrofone gab, Störungen, ein Aushandlungsprozess, der vieles von Gewaltsamkeit hatte und dem es in jedem Fall an Respekt fehlte. Ob ich Albrecht Schönes Deutung, dass man 68 mehr auf der Verlust- denn auf der Gewinnseite gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse verorten soll, da bin ich mir nicht ganz sicher. Wir haben häufig darüber gesprochen und müssen ja vielleicht auch nicht in allen Punkten einer Meinung sein. Ich selbst würde unterm Strich doch dazu neigen, in 68 den Ermöglichungsgrund einer Entwicklung hin zu einer offenen Gesellschaft zu sehen, auch wenn es eine deutliche Verlustbilanz gibt. Mhm. Und diese Verlustbilanz mit Blick auf die Universität, mit Blick auf den Umgang miteinander, die gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse, diese Verlustbilanz macht er
sehr deutlich. Albrecht Schöne, der sich mit den Erfahrungen der Nazizeit und des Krieges im Rücken als jemand verstand, der eine andere Universität, eine andere Form der akademischen Lehre und des Arbeitens zu entwickeln und darin komplett missverstanden und zurückgewiesen fühlen musste durch diese Ereignisse von 68. Man kann vielleicht sagen, Albrecht Schöne ist auch da ein Stück sozusagen auch verletzt worden, auch irritiert worden, erinnert worden an vorherige Erfahrungen, die er so nicht wieder machen wollte, hat auch geschlossene Formationen erlebt. Aber interessant scheint mir, und wir müssen leider jetzt zum Ende kommen, wenn man sozusagen die Geschichten hört, auch hört, was er geschrieben hat, dann ist es doch so, und die Texte liegen ja heute vor, der Goethe-Kommentar ist in der zigsten Auflage, jetzt zu einem studentisch erwerbbaren Preis, das Buch Goethe als Briefschreiber auch in Taschenbuchformat, andere Bände, die Erinnerungen sind hervorragend besprochen worden und vielfach gelesen worden. Das heißt doch auch, dass Albrecht Schöne jemand ist, der selbst eine intellektuelle Stimme bleibt, auch nach seiner Zeit als offizieller Professor, der auf dem Katheder wirkt, in der Stadt wirkt, auf Konferenzen wirkt, in dem wie und was er geschrieben hat. Und das doch in diesem Sinne tatsächlich eher sehr genau als Professor doch auch die Literatur in ihrer Rezeptionsbedeutung selber sehr geschätzt hat und auch so geschrieben hat, dass man ihn weiterliest und dass man doch im Kern seine Andeutung, seine sachlichen Zubereitungen, um selber weiterlesen zu können, aufnimmt, um selber als Leser, als Leserin in dem Sinne weiterzudenken über Lebensbedeutung. Ja, also das von Albrecht Schöne als Lehrer, eine Form des Lesens, die nicht so sehr theorieaffin, sondern philologisch grundiert ist. Das ist sicher das, was man von ihm lernen konnte. Und was auch bleibt. Was auf jeden Fall bleibt. Es fiel mir schwer, eine Albrecht Schöne Schule zu definieren, die sich durch bestimmte Theoriesetzungen etwa auszeichnete. Aber das genaue Lesen, das philologisch grundierte Lesen, das wäre allemal seine Wirkung. Dass es ihm auch um die Germanistik als öffentliches Fach zu tun war, kann man vielleicht an einem Punkt der Biografie noch mal sehen, der ihm auch wichtig war. Er wurde 1980 zum Präsidenten der Internationalen Vereinigung für Germanistik gewählt, der IVG, einer Vereinigung, die nach dem Krieg nie in Deutschland getagt hatte. Mit der Wahl Albrecht Schönes zum Präsidenten war klar, dass die alle fünf Jahre stattfindende große Versammlung, der große Kongress, an seinen Wirkungsort, nämlich nach Göttingen, ziehen würde und zum ersten Mal seit dem Kriege dort tagte. Und das war auch eine Versöhnung der Germanistik als einer deutschen Wissenschaft, die im Exil nie aufgehört hatte, eine deutsche Wissenschaft zu sein und gleichzeitig Gelehrte, aber auch Theoriepotenziale, die aus Deutschland vertrieben worden waren, in England, in vor allen Dingen in Nordamerika weiterentwickelt hatte und diese Dinge wieder in einer großen wissenschaftlichen Tagung nach Deutschland zurückzubringen, ist eine große Leistung. Und dass darin eine politische Aufgabe bestand und dass es so wahrgenommen wurde, das war Albrecht Schöne hochbewusst. In diesem Punkt gab es gar keinen, das hatte nichts von Zufälligkeit und die Bedeutung, die er damit hatte oder und die Aufgabe, die es zu erfüllen gab, der internationalen Fach ein Deutschland zu zeigen, von dem er meinte, wie Deutschland sich auch in der Welt darstellen sollte, nämlich weltoffen, liberal, diskussionsfreudig, kontroversenfreudig. Das war auch ein politisches Wirken dieses Gelehrten.
Herr von Wallmoden, ich danke Ihnen für dieses Schlusswort, das doch noch einen wichtigen Punkt, einen Schlusspunkt, glaube ich, setzen, einen Schlussstein setzen in dem Gespräch. Wir könnten noch mehr sprechen, aber leider unsere Stunde heute ist hier sozusagen damit beendet. Vielen Dank fürs Kommen nach Oldenburg, für die Auskunft, für die Reise, die Sie auf sich genommen haben. Vielen Dank, dass Sie diesen wunderbaren Verlag machen mit vielen Büchern, dass wir weiter Leser bleiben können, Leserinnen von guter Literatur, von Wissenschaft, aber auch Belletristik. Ihnen allen zu Hause einen guten Tag. Tschüss.